O Schlüssel Davids, Zepter des Hauses Israel, du öffnest und niemand kann schließen, du schließt und keine Macht vermag zu öffnen. O komm und öffne den Kerker der Finsternis und die Fessel des Todes. Christus als derjenige, der schließt und öffnet, der all das in uns verschließt, was uns zum Unheil hinführt, und all das öffnet, dass er in uns wirken kann. Und so dürfen wir auch jetzt in diese Erwartung, komm doch und löse diese Fesseln des Todes, wo ich mich festgemacht habe, wo ich mich selber schädige. Löse du es mit mir, öffne du mein Herz, dass deine Kraft in mich einfließen kann. So könnten wir sagen, dass wir diese Finsternis, die wir manchmal im Herzen tragen, dass wir da den Herrn einladen, wenn du jetzt kommst, öffne mit deinem Schlüssel mein Herz für dein Licht und für deine Gegenwart.